haben aus dem alten Zwinger eine Zelle für Sokolov gemacht. Fußfesseln inklusive. Er wird geschockt aufwachen, all das Stroh, all die Hundehaufen. Aber er ist wohl schon an schlechteren Orten aufgewacht. So wie wir alle. Gut gemacht. Ein Dutzend Soldaten hätte das nicht besser gemacht. Sokolovs Wissen wird es uns ermöglichen, den Lordregenten selbst zu treffen und ihr altes Leben zurückzubekommen. Bald müssen wir uns nicht mehr im Schatten verstecken. Der kaiserliche Arzt ist brillant, aber es war dumm von ihm, den Lordregenten zu beschützen. Sokolov gab uns das Elixier, die Kriegsmaschinen. Wir hätten eine große Nation werden können. Jetzt zahlt er den Preis dafür, einen Tyrannen unterstützt zu haben. Mein Dank gebührt Ihnen, Sir. Wenn Sie sich ausruhen möchten, wäre jetzt die Gelegenheit. Eigentlich bin ich Naturphilosoph, aber heute sehen Sie mich als bescheidenen Handwerker, bereit zu helfen. Nun, da Sokolov unser Gast ist, fragen Sie ihn, wie verwirrt die Akademie war, ihn zum kaiserlichen Arzt zu machen. Und wie er die Formel meines Elixiers steht. Wegen einer privaten Feier gesperrt. Alle Besitztümer und Stimmrechte gehen an Lord Trevor Pendleton über, der in dieser Zeit der Trauer um Rücksichtnahme bittet. Corvo? Kann ich Ihnen etwas sagen? Ich habe einen geheimen Zufluchtsort ganz in der Nähe, für den Fall, dass die Stadtwache uns finden sollte. Eine leerstehende Wohnung auf der anderen Straßenseite. Ich denke nicht, dass jemand davon weiß. Aber ich kann Ihnen vertrauen. Der Schlüssel liegt oben unter meinem Bett. Falls nötig, werden Sie dort sicher sein. So wie ich auch. Lord Pendletons Erinnerung, Kapitel 41. In welchem ich mit zwei Boyle-Frauen schlafe und die dritte nur wegen schlechten Wetters verpasse. Es war der Monat des Regens. Um der düsteren Stimmung zu trotzen, luden die Boyle-Damen ausgewählte Personen zu drei Nächten der Fröhlichkeit ein.
Lydia war in ihrer lavendelblauen Hose und einer Tunika aus gelber Seide bezaubernd anzusehen. Ich machte Eindruck von dem Moment an, als ich das Haus betrat, mit meinem Diener, der nicht eine, sondern zwei Kisten spitzigen Weines aus dem Süden mitbrachte. Tatsächlich war ich beladen mit Geschenken, und dies schien den drei aufmerksamen Boyle-Frauen nicht zu entgehen. Und so hießen sie mich mehr als nur willkommen. Wir öffneten den Wein auf der Stelle und als der Abend kam... Wallace! Zur Hölle mit diesen Unterbrechungen. Lord Pendleton ist heute Abend im Anwesen. Er hat dort zu tun. Es geht um den Tod seiner Brüder. Sie verstehen das nur sicher. Achtung, Bürger von Dunwall. Ab sofort muss Wasser aus öffentlichen Brunnen oder aus dem Fluss abgekocht werden. Jeder, der unbehandeltes Wasser getrunken hat, muss zur Stadtwache gemeldet werden.
Bitte seien Sie so leise wie möglich. Emily konnte nicht einschlafen. Arme Kleine. Alles ist gut. Ich bin hier. Sie scheint fröhlicher zu sein, wenn Sie hier sind. Auch wenn ich weiß, dass Sie in der Stadt wichtige Dinge zu tun haben. Sie hat immer noch Albträume. Kein Wunder nach dem, was sie alles durchgemacht hat. Manchmal ruft sie nach Ihnen. Manchmal schreit sie nach ihrer Mutter. Bitte, lass mir eine Kerze. Es wird so dunkel und ich kann Mutter nicht sehen. Ich will nur eine Kerze. Wo ist Corvo? An ihren Tischmanieren muss ich nicht arbeiten. Sie weiß Bescheid, auch wenn sie es nicht zeigen will. Sie hält den Löffel lieber falsch herum, wie ein Schwert. Dann wieder ist sie ganz vornehm und fragt nach einer Teeparty. Die wollte ich gerne ausrichten, aber ich habe keine richtigen Teller. Und statt Stoffservietten nur das Barputztuch und Bierkrüge statt Teetassen. Ich habe nach passenderem Geschirr gefragt, aber sie haben einfach andere Sachen im Kopf. Jetzt geben Emily und ich vor, ein feines Dinner auszurichten. Mit Papier und Dingen, die sie hier und da fand. Vermutlich auf dem Boden. Seltsam für eine Prinzessin, aber was soll's. Du hast lustige Gesichter im Schlaf gemacht. Ich habe beschlossen, hier bei dir zu schlafen, während Callista gebadet hat. Sie sagt, dass ich bei Ärger immer hierher kommen soll. Callista holt mich, wenn sie aus dem Bad kommt. Danke, Corvo. Es geht mir schon besser. Achtung, Bürger von Dunwall. Der Zirkel der Aszendenz hat Teague Martin zum Oberaufseher ernannt. Lasst uns seine Wahl preisen. Der Einführungsball wird ohne Verzögerung stattfinden. Die Renovierungsarbeiten der Corvin-Brücke werden auf unbestimmte Zeit verschoben. Bis dahin überquert jeder Bürger sie auf eigene Gefahr. Kaiserlicher Arzt, ich glaube, Sie kennen Corvo noch aus früheren Zeiten. Allerdings weiß er, was Loyalität bedeutet. Ich bin mir selbst loyal. Ihr jedoch verkehrt mit dem meistgesuchten Mann des Kaiserreiches. Ich glaube, Corvo hat mit dem Tod der Kaiserin nichts zu tun. Der Meisterspion, oder der Lordregent, wie er sich jetzt nennt, ist ein skrupelloser Tyrann, der diese Stadt zerstören will. Das Herz des Kaiserreichs. Sie irren, wenn Sie glauben, ich wäre ein Freund des Lordregenten. Was auch Ihr Plan ist, Ihre Abschreckungstaktik funktioniert bei mir nicht. Wenn ich es nicht schaffe, Sokolov, dann vielleicht diese Ratten. Selbst ohne die Seuche im Blut habe ich gehört, dass Ratten ein Kind in einer halben Minute bis auf die Knochen abnagen. Und Schlimmeres, wie lange bevor sie reden? Bis sie betteln zu reden? Ratten? Sind das jetzt Ihre Freunde, Admiral?
Es sind Ihre Freunde, die uns interessieren, Sokolov. Sie haben ein Bild der Geliebten des Lordregenten gemalt, der Edelfrau, die mit ihrem Vermögen das Militär finanziert. Sie ist der Schlüssel zur Kontrolle des Lordregenten über die Stadt und wir wollen ihren Namen. Es tut mir leid, Admiral, ich kann Ihnen nicht helfen. Es ist Zeit, ihn zu befragen. Sie sind Teil dieser Unruhen, doch ich weiß, dass Sie Ihre Gründe haben. Ja, in der Tat. Alles, was wir brauchen, ist der Name der Geliebten des Lordregenten. Mehr nicht. Den werde ich Ihnen nicht verraten. Sie müssen die Worte schon aus mir rauszwingen, doch ich warne Sie, meine Willenskraft ist legendär. Eine merkwürdige Strategie. Mit der ich einverstanden bin. Überlasse ich Ihnen. Aber wenn Sie die Befragung Sokolovs ermüdet, sollten Sie von seinem legendären Durst nach King Street Brandy wissen. Piero hat wohl eine Flasche. Es könnte helfen. Wenn nicht, rufen Sie mich, wenn es spannend wird. Sie haben bereits den Geist des großen Sokolov erforscht. Ich bin begeistert, mit Ihnen und Sokolov zwei so große Persönlichkeiten bei uns zu haben. Indem Sie Eigentum und Rechte anderer in diesen schweren Zeiten respektieren. Ich weiß, wie das aussieht. Ich erfinde ein neues Schloss. Die Stifte sehen aus wie Schneeflocken. Natürlich gibt es kein Schneeflockenschloss. Ich habe nur geschaut. Durch das Schloss. Sie darf es niemals erfahren. Ich weiß, Sie sind ein Ehrenmann und Sie können mich jederzeit töten. Aus beiden Gründen entschuldige ich mich und bitte Sie untertänigst um Ihr Schweigen. Können Sie nicht sehen, dass ich ein Bad nehmen will? Corvo, unter anderen Umständen würden mir Ihre Annäherungsversuche sicher schmeicheln. Aber Ratten, Seuche und Tyrannei können einem die Laune verderben. Das kann doch nicht wahr sein. Es hieß, ich würde hier mit guten Männern arbeiten. Danke, Sie sind ein Gentleman. Entschuldigen Sie mich jetzt bitte. Jeder weiß, dass Sokolov praktisch süchtig ist nach einem seltenen Likör namens King Street Brandy. Er schmeckt abscheulich, aber zufällig besitze ich eine Flasche. Es widerstrebt mir nur, sie Ihnen für Sokolov zu geben. Sie war nicht billig. Ein teures Getränk, eine Mischung aus seltenen pandysianischen Gewürzen und einem Tropfen Walöl. Würden Sie sie vielleicht kaufen wollen?
Ich könnte einen Drink vertragen. King Street Brandy? Ich dachte nicht, dass es noch welchen gäbe. Ein außerordentliches Geschenk. Ich habe es mit Männern mit Geschmack zu tun. So viel kann ich Ihnen sagen. Sie wurde immer Lady Boyle genannt. Ich habe sie gemalt, aber sah weder ihr Gesicht noch hörte ich ihren Vornamen. Sehen Sie, denn ich malte eine Rückenansicht. Sie ist dennoch ein wirklich unglaublicher Anblick. Aber ich weiß nicht, welche Schwester sie ist. Sie sollte mir heute Abend auf einem Maskenball zu ihren Ehren vorgestellt werden. Ein Termin, den ich jetzt wohl verpasse. Was? Ein Maskenball im Hause Boyle? Heute Abend? Das passt hervorragend, Corvo. Aber die Boys sind reich und skrupellos. Ihr Haus wird gut bewacht sein. Natürlich haben sie schon eine Maske, nicht wahr, Corvo? Er hat recht. Sie könnten sich unter sie mischen, wenn sie einmal drin sind. Sie müssen herausfinden, welche der Boyle-Damen gemeinsame Sache mit dem Lordregenten macht. Töten Sie sie. Wir sind fast am Ziel. Wenn Sie das heute schaffen, können wir den Lordregenten besiegen und Emily einsetzen. Das Schicksal sei mit Ihnen. Ich schwöre, ich habe ihr Gesicht nie gesehen. Aber ich bürge dafür, dass ihr Rücken der feinste der ganzen Stadt ist. Vielleicht des ganzen Kaiserreichs. Wie ich höre, sind Sie zur Feier der Boyles unterwegs. Ich habe nur eine kleine Bitte an Sie. Geben Sie bitte Lord Shaw diese Nachricht. Sie erkennen ihn, ein eher grober Mann in einer Wolfsmaske. Und er sucht wohl nach mir. Ich wusste, dass Sokolov uns sagt, was wir wissen wollten. Er mochte den Lordregenten noch nie. Waren Sie mal in der Seeschlacht? Aber natürlich. Haben Sie Piraten gesehen? Welche versenkt? Selbstverständlich. Dutzende, oh ja. Aber das ist nichts für junge Mädchen. Aber ich werde Kaiserin werden, oder? Dann muss ich selbst viele feindliche Schiffe versenken. Das machen Kaiserinnen doch, oder? Gewiss. Ich wusste es. Ich habe gelesen, dass Piraten Hexen an Bord haben, die Stürme beschwören und Wale befehligen können. Stimmt das? Ja. Nun, größtenteils. Lassen wir das jetzt. Na gut. In der Golden Cat sah alles so schick aus. War irgendwie anders schick als im Palast. Madame Prudence sagte, dass die Damen dort Prinzessinnen wären und die Männer kämen, um sie zu bewundern. Sagen Sie, was Sie wollen. Der königliche Arzt kennt seine Weinsorten. Der Maskenball der Boyles, wie? Eine spaßige Sache, aber nicht für jeden. Bereit? Ich bin hier, wenn Sie bereit sind. Da ist irgendwas Übles unten im Wasser. Es frisst die Leichen. Sind wohl Hexenfische. Hoffentlich.
Schätze, der Lordregent legt sich für die Boyles ins Zeug. Dachte nicht, dass hier heute Tallboys patrouillieren. Pass auf, Corvo. Die verstehen keinen Spaß. Die gute Nachricht, wenn sie es auf die Feier geschafft haben, werden sie dank ihrer Maske gar nicht auffallen. Genießt den Abend mit Menschen von wahrem Format. Besser ihr als ich. Geladenen Gästen offen. Unautorisierte Eindringlinge werden ausgewiesen oder an Ort und Stelle festgenommen. Was passiert, wenn ich ihn nochmal in die Finger bekomme?
Feier, Corvo. Davon hast du also geträumt? All die Monate im Gefängnis von Coldridge, während du auf den Henker gewartet hast? Reichtum, schöne Frauen in der neuesten Mode, Gelächter und tivianischer Wein und dann die Gastgeberin Lady Boyle. Ich sehe all ihre Tage und weiß, entweder stirbt sie heute durch deine Hand oder sie verbringt Tage, Monate und Jahre fernab, während ihre feine Kleidung zu Lumpen zerfällt und ihr seidiges Haar stumpf und grau wird. Die halbe Stadt sieht den Lichtschein der Feier und träumt von ihren Köstlichkeiten. Wirst du das alles zerstören? So oder so, es wird Lady Boyles letzte Feier. Stimme. Ist das ein Verbrechen?
Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? In der Tat, das glaube ich.
Feier ist diesmal drin. Willkommen im Haus Boyle. Pendleton? Was hat er mir zu sagen? Pendleton ist ein feiger, lügender Drecksack. Ich hoffe, er bezahlt sie gut. Es ist verdammt kalt heute Abend. Beeilung, schauen wir, was Sie können. Hiermit sei kundgetan, dass Lord Pendletons Vertreter eine Pistole benutzt. Wir können fortfahren. Wir werden heute Zeuge eines Ehrenduells. Dieser anonyme Ehrenmann tritt stellvertretend für den Herausforderer Lord Trevor Pendleton gegen den herausgeforderten Lord Shaw an. Beide werden sich umdrehen, zu den markierten Positionen gehen und sich so lange nicht ansehen, bis ich bis drei gezählt habe. Danach drehen sie sich um und schießen. Ich töte diesen Narren und dann können wir alle wieder reingehen. Verzeihen mir, Lord. Wir fahren fort. Auf die Markierung, bitte. Halt! Bleiben Sie da stehen. 3, 2, 1. Und das ist noch ein toter Gast. Was machen wir jetzt? Es ist doch gut, dass wir gefragt sind. Ich hörte, dass die Estermonts sehr gut zahlen. Fragen wir heute besser nicht. Vielleicht finden wir ja irgendwo etwas Brandy. Die Boyles können alleine aufräumen. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? In der Tat, das glaube ich. Schon wieder so ein Spiel. Die waren... Was für eine schräge Maske. Wer hat die gemacht? Sie sieht genau aus wie auf den Steckbriefen. Die wird den ganzen Abend überschatten. Ich werde mich lieber amüsieren gehen. Willkommen, Sir. Heute Abend gibt es ein Ratespiel. Esma, Lydia und Waverly tragen identische Kostüme in Schwarz, Weiß und Rot. Sie müssen herausfinden, wer welche Farbe trägt. Viel Glück! Was glauben Sie, wer Sie sind? Leute vergessen, die Ratten erschienen ein halbes Jahr vor dem Tod der Kaiserin. Wie auch die Seuche. Sind Sie sicher? Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Wenn es etwas die Chancen stehen kann, gut. Dann nicht der Tod der Kaiserin. Das wollen Sie sie nur glauben. Passen Sie auf, was Sie sagen. Ich sage nichts gegen den Lordregenten. Der Einzige, der die Stadt zusammenhält. Er wird uns zu neuer Blüte führen.
Manche jedenfalls. Die Boyles ganz bestimmt. Ja nun, die hatten einfach Glück, dass auf ihrem Grund und Boden die Kristalle gefunden wurden, die wir für die Rattenlampen brauchen. Und die werden wir nicht los. Rattenlampen und Walöl. Das ist jetzt alles, wofür wir leben. Wir haben den Nutzen der Wale entdeckt und darauf ein Imperium errichtet. Das ist der Beginn eines goldenen Zeitalters. Wussten Sie, dass unter der Stadt die Ruinen einer anderen Stadt gefunden wurden? Älter als die Aufseher, älter als alles hier. Wir glaubten, entschuldigen Sie. Was immer Sie wünschen, Sir. Du da, weitergehen. Vorsichtig, Sir. Sie wollen doch keinen Ärger machen. Werden unsere Schwestern vom Orden des Orakels bald eine Verlautbarung zur Seuche abgeben? Willkommen im Haus Boy. Oh, gruselige Maske. Gerissene Kostüme. Aber man muss es doch irgendwie herausfinden können. Lydia soll sich ihr Salon kleiden. Und Waverly ihr Brüder. Oder war es andersherum? Könnte ich doch nur oben nach Hinweisen suchen. Sie sollten wissen, dass ich in jeder Situation so ehrenhaft wie nötig bin. Wie ich wohl bewiesen habe. Ich bat Sie doch davon nicht zu sprechen. Ich könnte Ihnen ein vorzügliches Angebot machen. Seien Sie nicht albern. Angreifen Sie zu. Ich nehme, was ich tragen kann. Die werden nichts vermissen. Versuchen Sie zu erraten, wer ist? Ich hatte überlegt, mich nach oben zu schleichen und nach Hinweisen zu suchen. Wäre das Mogeln? Willkommen auf meiner Feier. Ich glaube, ich hatte noch nicht das Vergnügen. Beim Outsider. Wir sollten wieder ein Gartenfest veranstalten. Im letzten Jahr, kurz vor dem Tod der Kaiser. Die Lage ist schlecht. Könnte es... Wird noch schlechter stehen? In der Tat, das glaube ich. Haben Sie von Mrs. Brimsley gehört? Das werden Sie nicht glauben. Was ist denn jetzt? Sie ließ einen Diener, einen Straßenjungen auflesen, gerade einmal 16 Jahre alt, keine Angehörigen. Ich hoffe, dass Sie auf der Gästeliste stehen, Sir. Ich glaube, sie hat schon lange keine Familie mehr. Was hat das zu bedeuten? Und warum wissen Sie davon? Meine Diener haben es von ihren Dienern. Vermutlich sexuelle Gefälligkeiten oder noch Schlimmeres. Oh, ein Rätsel. Gehören Sie vielleicht zu den Campbells? Ist alles in Ordnung? Sind Sie ein Cousin? Was für ein Hautpflege. Willkommen im Haus Boyle. Weiter. Guten Abend, Sir.
Sie sollten das als eine Gelegenheit sehen. Wozu? Na los, greifen Sie zu. Das macht jeder. Mein Diener hat mir dafür eine weitere Tasche eingenäht. In der Tat. Oh, gruselige Maske. Ich weiß, warum ihr heute hier seid. Wir müssen reden. Privat. Ich bin ein Freund von Pendleton und habe für eure Sache schon einiges getan. Ich kenne ihr heutiges Ziel. Es ist, wie soll ich sagen, die Frau, die ich liebe. Sollten Sie sie unversehrt zu mir bringen, werden Sie nie wieder von ihr hören. Das schwöre ich. Unter der Küche befindet sich ein Keller. Dort warte ich auf Sie. Ich bin nicht stolz darauf, aber es ist besser, als sie tot zu sehen. Ihr Name ist Waverly. Ich werde ihr nichts antun, Ehrenwort. Ich habe meine Prinzipien. Bringt sie einfach zum Keller und ich werde auf sie aufpassen. Für immer. Ist alles in Ordnung? Nein, nein, nein. Entschuldigung. Lassen Sie ihn in Ruhe. Das ist eine... Gesundheit. Zieh dich, du hast dir nichts verloren. Kein Zutritt für Gäste. Glaubst du, dass du nach gestern Nacht dein eigenes Kommando bekommst? Die Chancen stehen gut.